Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs und des Kindergesundheitsschutzgesetzes 19/2196. Das Gesetz wird eingebracht vom Sozialminister. Staatsminister Grüttner, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, dass zusätzliche Landesmittel für die gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Tageseinrichtungen eingesetzt werden. Diese Zusage erfolgte unter der Bedingung, dass die bisherigen guten Standards zur Integration von Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtungen bei der Neufassung der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz durch die Vertragspartner aufrechterhalten werden. Die Bedingung, die so formuliert worden ist, ist durch Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung zum 1. August 2014 erfüllt worden. Damit konnte auch und wurde auch die Zusage aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. Im Landeshaushalt sind entsprechend seit dem Jahr 2014 zusätzliche 10 Millionen € für diesen Zweck eingestellt. Während diese zusätzlichen Mittel im Jahr 2014 noch auf dem Verwaltungswege über die Gemeinden an die Träger von Tageseinrichtungen ausgezahlt wurden, weil nach dem Abschluss der neuen Rahmenvereinbarung im August nicht mehr genug Zeit für eine entsprechende Gesetzesänderung gegeben war, soll nunmehr die Erhöhung der Landesmittel im Gesetz verankert werden und damit für die Träger der Kindertageseinrichtungen auf eine langfristige und rechtssichere Grundlage gestellt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf wurde vorab mit den Verbänden, die für die Integration von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen verantwortlich sind, nämlich den Kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen, intensiv diskutiert worden. Dabei kam das zustande, was immer bei diesen Diskussionen mal wieder, aber häufig zutage kommt, dass die Verbände im Ergebnis unterschiedliche Vorschläge zur Ausgestaltung der Neuregelung hatten. Das heißt, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege spricht sich für die Erhöhung der bestehenden Landesförderpauschale aus, während die Kommunalen Spitzenverbände eine sehr differenzierte und betreuungszeitabhängige Neuregelung befürworten, haben beide Verbände betont, und zwar übergreifend, dass sie den Kompromiss, den der Gesetzentwurf enthält, erkennen und insoweit anerkennen. Der Gesetzentwurf lässt es auf der einen Seite bei der bisherigen Landespauschale. Die zusätzlichen Mittel fließen in eine weitere neu geregelte Pauschale, die betreuungszeitabhängig ist. Und Landesförderung wird nach wie vor nur gewährt, wenn der örtliche Sozialhilfeträger die Zahlung der Maßnahmenpauschalung zur Integration des Kindes mit Behinderung in der Kita gemäß der Rahmenvereinbarung positiv beschieden wird. Damit ist eine gesetzliche Regelung gefunden worden, die einen Kompromiss darstellt, aber Kindern mit Behinderungen die integrative Betreuung in Kindertagesstätten ermöglicht und gleichzeitig die Träger für diese zusätzlichen Aufwendungen, die möglicherweise entstehen, auch besonders honorieren. Im Artikel 2 des Gesetzentwurfs geht es um die Änderung des Gesundheitskinderschutzgesetzes. Der Gesetzentwurf soll die möglicherweise vorhandene Fehlerquote bei Meldungen an die Jugendämter über vermeintlich nicht durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen deutlich reduzieren. Die Teilnahme an Kindervorsorgeuntersuchungen in Hessen sind gesetzlich vorgeschrieben. Wenn die nicht innerhalb einer gewissen Frist durchgeführt werden, ist das Hessische Kindervorsorgezentrum verpflichtet, diese Kinder an das zuständige Jugendamt zu melden. Die Kommunalen Spitzenverbände haben immer wieder geklagt, dass der Anteil von Fehlmeldungen zu hoch sei. Wir haben das exemplarisch überprüft und festgestellt, dass offenbar eine gewisse Anzahl von Ärztinnen und Ärzten die durchgeführten Untersuchungen nicht oder zu spät melden. Daraus resultierten dann natürlich auch Fehlmeldungen. Deshalb richten wir jetzt im HKVZ eine Clearingstelle ein, die dann vor einer Meldung an das Jugendamt bei dem jeweils behandelnden Arzt, diese sind zumeist bekannt, sicherheitshalber nachfragt, ob die jeweilige Untersuchung nicht doch schon durchgeführt worden ist. Hierfür braucht es aber aus arzt- und datenschutzrechtlichen Gründen eine gesetzliche Grundlage, die wir hiermit schaffen wollen. Vielen Dank, Herr Minister, für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Ich eröffne die kurze Aussprache. Das Wort hat der Kollege Merz, SPD-Fraktion.
Nicht genügend zu verehrender Herr Präsident, ich habe den Hinweis verstanden. Meine Damen und Herren, ich bemühe mich auch, ihm zu folgen. Ich will deswegen zu Beginn schon mal meine Ausführungen in vier Sätzen zusammenfassen. Erstens. Diese Novelle des Kinderförderungsgesetzes behebt ein Problem, das wir ohne das Kinderförderungsgesetz nicht hätten. Zweitens. Sie behebt dieses Problem eher schlecht als recht. Drittens. Das Grundproblem der Verankerung von Standards für die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Kinderbetreuungseinrichtungen im Gesetz wird gar nicht erst angegriffen. Viertens. Das Grundproblem mit dem KiföG oder die Grundprobleme mit dem KiföG werden natürlich auch durch diese Novelle nicht behoben. Das ist auch nicht die Absicht. Der Grundansatz des KiföG war, ist und bleibt falsch, um den Kollegen Bocklet zu zitieren aus einem früheren Leben. Das KiföG war, ist und bleibt ein falsches Gesetz, ein schlechtes Gesetz. So, jetzt der Reihe nach. Das war die kleine, die leichte Fassung für die unter uns, die zusammenhängende Texte schwer verstehen. Zum ersten Punkt. Meine Damen und Herren, die Umstellung, keine Aufregung, die Umstellung beim Finanzierungsmechanismus, der bei der Verabschiedung des KiföG stattgefunden hat, nämlich die Umstellung auf eine platzbezogene Finanzierung, fälschlicherweise immer wieder kindbezogene Finanzierung genannt, hat in Verbindung mit der Weigerung, Standards für die Betreuung, gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern in unseren Einrichtungen zu dem Problem geführt, um dessen Beseitigung es jetzt geht. Bei einfacher Fortschreibung der Rahmenvereinbarung Einzelintegration wäre das Problem entstanden. Auf das ist im Laufe der Gesetzgebung, des Gesetzgebungsverfahrens immer wieder hingewiesen worden. Wäre das Problem entstanden, dass den Trägern, den Einrichtungen, 5 Grundpauschalen bei Aufnahme von behinderten Kindern gefehlt hätten, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Platzzahl, die höchst zulässige Platzzahl um 5 reduziert worden wäre. Es hätten also 5 Grundpauschalen gefehlt, ein Verlust, der durch die Inklusionspauschale ganz deutlich nicht kompensiert worden wäre und auch nicht kompensiert worden ist. Deshalb oder vor allen Dingen deshalb sind die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz zwischen den kommunalen Spitzenverbänden auf der einen Seite und der Liga der Wohlfahrtsverbände auf der anderen Seite ins Stocken und an den Rand des Scheiterns geraten, weil dieses genau der Punkt ist, wo die Kommunen, aber auch die Wohlfahrtsverbände sich geweigert haben, für die Kosten, für die finanziellen Folgen aus dieser Regelung oder aus den Fehlen dieser Regelung gerade zu stehen. Sie haben dann, nachdem wir immer und immer wieder gedrängt haben, auch in diesem Haus, irgendwann einmal die Notbremse gezogen und gesagt, ja, wir werden für die Folgen dessen, was wir mit unserem Gesetz verursacht haben, einstehen. Das hätten Sie von vornherein tun sollen. Ich wiederhole das. Wir werden dafür einstehen. Wir werden mit 10 Millionen € sozusagen hier eintreten, unter der Voraussetzung, dass es zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung Integrationsplatz kommt. Soweit so umständlich und nicht wirklich gut. Man hätte sich diesen ganzen Umweg sparen können, indem man von vornherein das getan hätte, was ich unter Punkt 3 noch anführen werde. So, jetzt ist die zweite Frage. Ist die Lösung mit diesem Gesetz zureichend oder ist sie es nicht? Auf den ersten Blick erscheint es in der Tat als ein fairer Kompromiss oder ein Kompromiss zwischen zwei Ansätzen, deren einen wir nicht teilen, das ist nämlich der platzbezogene Teil, und der Pauschalfinanzierung, die wir ursprünglich in unserem Gesetzentwurf, wenn Sie sich erinnern, bevorzugt hatten. Wir hatten gesagt, wir werden diese 10 Millionen € rechnerisch auf die Grundpauschale, also auf die Inklusionspauschale umlegen. Das hätte auch unserer Philosophie der pauschalen, der gruppenbezogenen Finanzierung eher entsprochen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der Hessische Landkreistag einen Vorschlag gemacht hat, der uns nicht uninteressant zu sein schien, sodass also nämlich eine betreuungszeitbezogene
personenbezogene Komponente mit einzubringen. Das schien uns nicht uninteressant, und wir hatten erwogen, das selber zum Gegenstand eines Änderungsantrags zu machen. Da sich aber abgezeichnet hat, dass Sie das aufnehmen würden, haben wir davon Abstand genommen. Wir werden diesen Punkt im weiteren Verfahren der Anhörung sehr intensiv überprüfen, weil auf den zweiten Blick diese scheinbar plausible Lösung ein paar Pferdefüße zu haben scheint, nämlich wenn man ein paar Modellrechnungen anstellt, man zu der Schlussfolgerung kommt, dass insbesondere je höher die Betreuungszeit, umso geringer der Effekt, der eintritt. Oder anders ausgedrückt, die Verluste oder das, was Sie jetzt drauflegen, via Grundpauschale und via betreuungszeitbezogenen Pauschalen, einzelplatzbezogenen Pauschalen, praktisch aufgefressen wird durch die Verluste, die aus den verringerten Grundpauschalen entstehen. Ich will Ihnen das vorrechnen: Für ein Betreuungsangebot im Bereich der 3- bis 6-Jährigen und bei einer Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden beträgt sozusagen per Saldo der Zugewinn eines Trägers oder einer Einrichtung ganze 100 €. Und wenn man dann unterstellt, dass die Inklusionspauschale ja eigentlich zur Verbesserung der Qualität gedacht ist, und Sie werden ja nicht müde, das auch als Qualitätspauschale mit anzupreisen, wird man sagen können, also 100 € für eine Qualitätspauschale ist jetzt nicht wirklich viel. Es kommt hinzu, meine Damen und Herren, dass natürlich die Versuchung, da das KiföG, wie ich nicht müde werde zu betonen, eine betriebswirtschaftliche Optimierungsrechnung nahelegt, der eine oder andere Träger auf den Gedanken kommt, ich werde jetzt 5 behinderte Kinder in einer Einrichtung aufnehmen, dann bin ich bei 25 und ich kann sozusagen diesen Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe, kompensieren oder vielleicht sogar überkompensieren. Und dann allerdings, meine Damen und Herren, sind wir relativ dicht wieder an der alten Situation der integrativen Gruppen, die mit der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz 1999 überwunden war. Denn diese Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, das war nun in der Tat ein Meilenstein in der Inklusionsdebatte. Das war ein Paradigmenwechsel in der Debatte über die Behandlung von nichtbehinderten und behinderten Kindern in dem Bereich der Erziehung und Bildung. Ein Paradigmenwechsel, auf den wir im Bereich der Schulen nach wie vor leider vergeblich warten und auch beim Bildungsgipfel übrigens leider vergeblich gewartet haben. Meine Damen und Herren, dritter Punkt. Ich wiederhole, dass ein Gesetz im Zeitalter der UN-Behindertenrechtskonvention, in dem keine Standards festgelegt werden für die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten und nichtbehinderten Kindern, nicht zeitgemäß ist. Ein Kollege von den GRÜNEN hat das drastischer ausgedrückt. Ich habe das vorhin schon einmal ähnlich zitiert. Ich muss das hier nicht wiederholen. Das steht im Evangelium von Markus. Und schließlich und letztlich, letzter Punkt, Sie haben... Lieber Kollege Gerhard Merz, wirklich letzter Punkt, aber allerletzte. Allerletzter Satz, Herr Präsident. Dieses Gesetz greift natürlich keinen der grundlegenden Mängel des KiföG an. Es ist nach wie vor ein bürokratisches, ein betriebswirtschaftliches und kein pädagogisches Gesetz. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann es zu diesem Gesetz der Landesregierung kurz machen, denn es ist, wie der Minister ausgeführt hat, eine Umsetzung eines langen Diskussionsprozesses. Ob die Umsetzung gelungen ist, können wir uns in der Anhörung noch einmal sehr intensiv damit auseinandersetzen. Das werden wir tun. Politisch möchte ich bemerken, für mich sind die 10 Millionen €, die die Landesregierung im Bereich Inklusion zusätzlich ausgibt, eine freiwillige Leistung des Landes, dass das Land obendrauf packt für die Kommunen, deren gesetzliche Aufgabe das gewesen wäre. Man hat zur Befriedung der Landschaft, und ich glaube, die Befriedung der Landschaft dient vor allem den betroffenen Familien, die sowieso schon eine hohe Herausforderung haben, dient das. Von daher kann ich mit dieser freiwilligen Leistung auch sehr gut leben. Ich hätte mir gewünscht, dass bei dieser freiwilligen Leistung des Landes auch ein Qualitätsschub
mit verbunden gewesen wäre. Das war mit der kommunalen Familie so nicht zu vereinbaren. Von daher muss man jetzt damit leben, und man muss damit auch zufrieden sein, dass eine Debatte, die sehr kontrovers geführt worden ist von manchen Trägern, das möchte ich hier für mich auch noch einmal ausdrücklich sagen, an der Grenze des Zumutbaren geführt worden ist. Diese Befriedung wird wohl jetzt dadurch herbeigeführt. Das werden wir in der Anhörung noch einmal genau beobachten. Der zweite Teil des Gesetzes ist eine Nachvollziehung eines Verwaltungsproblems. Auch hier werden wir in der Anhörung schauen, ob die gesetzlichen Regelungen, die die Landesregierung vorschlägt, dem auch wirklich Abhilfe schafft. Von daher kann ich es hier an der Stelle kurz machen. Wir können uns im Grundsatz mit den Regelungen anfreunden. Wir werden schauen, ob der Verwaltungsvollzug, die vorgeschlagenen Regelungen des Gesetzes, auch angemessen von den Beteiligten beurteilt werden. Eine Regelung oder die Haltung zum Kinderförderungsgesetz unterscheidet uns deutlich von den Einstellungen der SPD. Das brauche ich hier an der Stelle um die Uhrzeit auch nicht mehr zu wiederholen. Die Debatte wird sich aber im Landtag sicherlich an anderer Stelle wieder wiederholen. Da haben wir vielleicht mehr Enthusiasmus, die zu führen, als jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist erfreulich, dass die Landesregierung wenigstens eine der falschen Entscheidungen im KiFer gleich korrigiert und die Pauschalen für Kinder mit Behinderung differenzieren und erhöhen will. Genau dies war bereits in der Anhörung zu dem Gesetzentwurf der SPD vom 16.09.14 vorgeschlagen worden. Dieser Vorschlag entspricht der Logik des KiFÖG, mit kindbezogenen Pauschalen zu arbeiten, die nach der Dauer des Betreuungszeit differenziert sind. Warum es allerdings keine weiteren Kategorien gibt für diejenigen Kinder, die mehr als 45 Stunden in den Kitas sind, bleibt das Geheimnis der Landesregierung. Diese Notwendigkeit besteht für die Eltern offensichtlich und kostet den Träger mehr Geld für Personal. Bedauerlich finden wir auch, dass die Pauschalen nur bis zum Schuleintritt gezahlt werden sollen, da die Betreuung von Schulkindern überhaupt nicht in trockenen Tüchern ist, sondern unter die inkonsequente Haltung zwischen Abbau der Horte und fehlenden Ganztagsschulen leidet. Auch deshalb wird der heutige Gesetzesvorschlag des KiFÖG insgesamt nicht besser machen. Die erfreuliche Nachricht kam vom Bundesverfassungsgericht, dass die zwar bereits absehbare Entscheidung gefällt hat, die Einführung des Erziehungsgeldes, im Folgenden von mir nur noch Herdprämie genannt, als verfassungswidrig zu erklären. Der Bund hätte sie überhaupt nicht einführen dürfen. Dass Sie darüber nicht begeistert sind, wo Sie das immer so begleitet haben, während wir das hier debattiert haben, kann ich verstehen, aber es ist nun einmal so. Der Bund hätte sie überhaupt nicht einführen dürfen, da das Betreuungsgeld nicht für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch über Ländergrenzen hinaus erforderlich sei. Es habe keine Auswirkungen auf Lebenswelt und Arbeit. Meine Damen und Herren, nein, zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse taugt die Herdprämie überhaupt nicht. Sie ermöglicht Mitnahmeeffekte für Gutverdienende, die ihr Kind in einer privaten Betreuung haben. Sie verhindert, dass Geringverdienerinnen und Verdiener ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung, da sie auf die 150 € angewiesen sind. Somit wird gerade den Kindern die Kindertagesbetreuung vorenthalten, für deren Entwicklung sie besonders wichtig wäre. Der Widerstand gegen die Einführung der Herdprämie war groß. Es war bekannt, dass dies einen ungünstigen Effekt haben wird. Da brauchen wir uns nur die Ergebnisse aus den skandinavischen Ländern anzusehen. Dort wurde festgestellt, dass Frauen mit geringer Bildung, niedrigerem Einkommen und Migrationshintergrund beim Betreuungsgeld überrepräsentiert sind. Und das kann doch nicht sein, was wir wollen. Das Gericht hat der Bundesregierung nicht einmal Übergangsvorschriften aufgetragen. So kann sie diese Leistung einstellen und ein Kita-Förderungsprogramm daraus machen. Mehr als 800 Millionen € pro Jahr werden hier als Leistungen ausgeschüttet. Dazu kommen die Kosten für Verwaltung. Damit kann dann echt im Kita-Bereich noch einmal etwas bewegt werden. Und es wäre der Weg frei für einen qualitativ und quantitativeren Ausbau der Kindertagesbetreuung, wie es bereits der Deutsche Städte- und Gemeindebund gefordert hat. Und dem sollten wir jetzt dringend nachkommen. Wir brauchen auf Bundesebene ein Kita-Qualitätsgesetz für bessere Standards in der Kinderbetreuung. Und wir brauchen eine bessere Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Erziehungs- und Sozialdiensten. Dies wird aber nur dann möglich sein, wenn das Geld dorthin kommt, wo es hin soll, nämlich zu den Kommunen. Eine vernünftige Kinderbetreuung muss möglich sein,
ohne dass die verschuldeten Kommunen weiter Gebühren und Steuern erhöhen sowie Leistungen kürzen und versagen müssen. Nur dann wird das gehen. Auch den nicht verschuldeten Kommunen müssen wir auftragen, für eine gute Kita-Betreuung zu sorgen. Ich will das an einem aktuellen Beispiel einer real existierenden hessischen Kommune aufzeigen, wie vor Ort gerechnet wird, um mit den Zahlen umzugehen. Die Kommune hat bisher, also ohne KiföG, für ihre 7 Einrichtungen 3.170 Fachkraftstunden eingesetzt. Der KiföG-Standard kommt für die Gemeinde überhaupt nicht in Frage, da das zu wenig wäre. Wenn sie auf den KiföG-Standard noch etwas drauflegt, um einen Puffer für Urlaub, Krankheit und Fortbildung zu haben, sozusagen KiföG Plus, dann sind es 2.668 Fachkraftstunden. Die Gemeinde sieht dies aber nicht als ausreichend an und sattelt noch einmal 5% drauf. Ein Zuschlag, den die Kitas fordern, bringt die Zahl auf 2.992 Stunden. Das heißt, ohne ein Kind weniger sind es 178 Stunden, mehr als 5% weniger als jetzt, und das, obwohl der KiföG-Standard weit überschritten wurde. Und genau in die Richtung zu denken und zu handeln, zwingen Sie die Kommunen. Und Sie haben immer gesagt, Sie wollen das nicht, aber Sie haben ein Gesetz gemacht, das es ermöglicht. Und wir wissen genau, wenn es per Gesetz möglich ist, wird es irgendwann auch zur Realität. Deswegen hätte man es so gar nie machen dürfen. Den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort hat man dann zum Trost mitgeteilt, dass niemand entlassen wird und einfach nur bei der natürlichen Fluktuation, die es gibt, nicht mehr nachbesetzt wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, so haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wochenlang gestreikt haben, die Aufwertung ihrer Arbeit nicht vorgestellt. Mit einer Personalreduzierung wird die psychische und physische Belastung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst weiter steigen. Und bereits jetzt ist sie dort überproportional hoch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Jede fünfte Erzieherin arbeitet an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. 72% aller Fachkräfte geben an, unter übermäßigem beruflichen Stress zu leiden. Das Problem der schlechten Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung muss endlich angegangen werden. Bei den Kommunen muss genügend Geld ankommen, sodass sie in der Lage sind, eine gute und gut ausgestattete Kinderbetreuung zu organisieren. Die Kinder sollten uns das wert sein. Es kann auch nicht sein, dass das alles nur funktioniert, indem die Kommunen immer wieder die Gebühren anheben und immer wieder Standards absenken müssen. Familien mit geringem Einkommen, die mit einem ganz scharfen Rotstift rechnen müssen, die denken sehr genau darüber nach, ob sie bei der nächsten Gebührenerhöhung dann ihr Kind noch in die Kita bringen oder das nächste Geschwisterkind noch anmelden. Und trotz der Erhöhung der Gebühren sind es in Hessen, und hier hören Sie mal ganz genau zu, meine Damen und Herren, durchschnittlich 71% der Kosten für die öffentliche Kindertagesbetreuung, die die Kommunen selber schultern müssen. 71% der Kosten. Da hat sich das Land ganz schön aus der Verantwortung gestohlen, und das können wir hier nicht mehr mit angucken. Mit der aktuellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs ist das Problem der Unterfinanzierung und des Ausblutens der Kommunen und somit der sozialen Leistungen nicht gelöst worden. Es ist an der Zeit, dass die Aufwertung der sozialen Berufe erfolgt. Das Geld der Herdprämie ist frei. Die Länder müssen dies für eine gute und qualifizierte Kinderbetreuung reklamieren. Das ist wirklich unser Arbeitsauftrag an Sie. Sorgen Sie in Berlin dafür, dass dieses Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Aber auch Hessen muss deutlich mehr dafür tun, um eine hohe Qualität in den Kindertageseinrichtungen sicherzustellen. Frau Kollegin Schott, vielen Dank, dass Sie zum Schluss gekommen sind. Das Wort hat die Frau Kollegin Bettina Wiesmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Gesetzentwurf der Landesregierung in Sachen HKJGB und Kinderschutzgesetz ist schon vom Minister und auch von René Rock viel Wesentliches gesagt worden. Ich will das nicht alles noch einmal aufnehmen, aber ich will auch der Versuchung widerstehen, liebe Frau Schott, jetzt hier über Ganztag, Erzieherinnenbezahlung und Betreuungsgeld zu sprechen, worüber ich gerne spreche. Was machen wir dann, wenn es auf der Tagesordnung steht? Drei kurze Bemerkungen. Erstens. Es kommt ja noch dran. Erstens. Hessen bleibt vorn bei der Förderung des selbstverständlichen Miteinanders von Kindern mit und ohne Behinderungen. Wir können heute ganz unverkrampft miteinander feststellen, finde ich,
dass dieser Gesetzentwurf einen wichtigen Schlussstein sozusagen ins Gewölbe der ersten KiföG-Konstruktion setzt. Was noch von der vorigen Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen CDU und FDP angestrebt wurde, ist jetzt in der schwarz-grünen Koalition gelungen. Die neue Rahmenvereinbarung Integrationsplatz schreibt die bewährten fachlichen Standards kleinere Gruppen, mehr Fachkraftstunden fort. Und das Gesetz hilft bei der finanziellen Absicherung durch eine nahezu verdoppelte Förderung für Integrationskinder. Dank ist zu zollen dem damaligen und heutigen Minister für die Vermittlungsbemühungen bei der Rahmenvereinbarung und nun die Vorbereitung der Gesetzesänderung im Einvernehmen mit oder im Benehmen, aber dann auch im Einvernehmen, wie es scheint, mit kommunalen Spitzenverbänden und Liga. Die Kinder, um die es bei all dem geht, haben bereits 2014 unbürokratisch von der Zusatzförderung profitiert. Nun profitieren sie oder demnächst auf Basis des geänderten Regelwerks, und ihnen ist nichts entgangen. So viel zu einem bürokratischen Gesetz an der Stelle. Zweitens. Die Gesetzgebung des HKJGB bleibt subsidiär, und die Förderung bleibt nutzungs- oder betreuungszeitabhängig. Als CDU-Fraktion begrüßen wir nachdrücklich, dass weiterhin die Pauschalen im Gesetz stehen, nicht aber, wie es hier von der Opposition schon gefordert worden ist, die Betreuungsstandards selbst. Diese müssen bei den Zuständigen, bei Liga und kommunalen Spitzenverbänden bleiben und auch künftig zwischen ihnen ausgehandelt werden. Dabei war es immer unser Ziel, dass die gerade im Zuge der KiföG-Diskussion allseits gelobten Regelungen der alten Rahmenvereinbarung fortgelten würden. Und das genau tritt jetzt ein. Die für die Integration von Kindern mit Behinderungen Zuständigen haben diese Vereinbarung geschlossen. Wir wüssten nicht, dass sie nicht eingehalten wird oder dass dies zu befürchten wäre. Das Land hat eine unterstützende und beratende Rolle, und es hat sie auch intensiv wahrgenommen. Aber es gibt keinerlei Notwendigkeit, dass es sich eine Zuständigkeit, eine echte, anmaßt. Im Übrigen, und darauf ist auch schon hingewiesen worden, aber ich will es noch einmal sagen, weil es wirklich wichtig ist, bindet das HKJGB nach KiföG selbst die Gewährung der Landesförderung an die Gewährung der Maßnahmenpauschale durch den Sozialhilfeträger. Das ist eine kluge Regelung. Die wird helfen, dass Befürchtungen nicht eintreten, sondern dass die Sozialpartner weiterhin ihren Aufgaben nachkommen, wie es sich eben im subsidiär gestalteten Gemeinwesen gehört. Uns überzeugt auch, dass es nicht eine verdoppelte Pauschale für alle Situationen gibt, wie sie die SPD hier mehrmals vorgeschlagen hat, sondern eine nach Dauer der Inanspruchnahme differenzierte Zusatzpauschale. Der gefundene Weg ist ein Kompromiss zwischen der einfachen Verdoppelung und der deutlich kleinteiligeren Vorstellung, auch noch nach U3 und Ü3 zu unterscheiden. Das ist ein kluger Mittelweg. Drittens. Kinderschutz wird in Hessen ernst genommen und kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu nur kurz. Wir halten die Überwachung der verpflichtenden Kindervorsorgeuntersuchungen weiterhin für eine unverzichtbare Kinderschutzmaßnahme. Denn jede U-Untersuchung ist nicht nur eine gesundheitspräventive Maßnahme, sondern intensiviert das die Kinder schützende Netzwerk durch den Kontakt zwischen Eltern und Kinderarzt. Deshalb ist es richtig, durch die Einrichtung einer nachtelefonierenden Clearingstelle, um den Informationsfluss zwischen Kinderärzten und HKVZ weiter zu verbessern und die Fehlmeldungen beim Jugendamt zu reduzieren, diese Änderungen vorzunehmen. Zum Schluss. Dieser Gesetzentwurf, ich sage es noch einmal, weil es sich auch für mich schön anhört, setzt einen schönen vorläufigen Schlussstein ins Gewölbe des KiföG. Damit wird es ein noch besseres Gesetz werden, weil es die Landesförderung noch weiter erhöht, weil es einen guten Mindeststandard absichert, weil es die Trägervielfalt bewahrt, weil es Qualitätsanreize setzt und weil es in seiner Förderlogik nun auch Integrationskindern gegenüber unseres Erachtens fair und gerecht ist. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss, auf die Anhörung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Wiesmann. Kollege Bocklet, bitte, das ist das Schlusswort. Ich mache das so kurz. Wie der Kollege Merz gesagt hat, er braucht da nur ganz kurz zu. Nach 8 Minuten mussten wir ihn vom Mikrofon ziehen. Also, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Sachen. Die
GRÜNEN haben zum Zusammenhang mit dem KiföG 4 Kritikpunkte gehabt. Mit diesem dritten Punkt, den wir heute hier bearbeiten, davon sind 3 Kritikpunkte abgearbeitet. Dieser dritte war die Frage, können Kinder mit Behinderungen tatsächlich auch zukünftig noch sicher in den Einrichtungen mitbetreut werden, ohne dass finanzielle Nachteile den Einrichtungen bestehen. Das war der dritte Kritikpunkt unserer am KiföG. Und dieser Kritikpunkt wird nun verbessert. Es wird auch dauerhaft möglich sein, dass die freiwillige Leistung des Landes nun in eine gesetzliche Regelung überführt wird und dadurch allen Trägern und Kommunen eine große Sicherheit, Planungssicherheit bekommen in dieser Frage. Wir können also inhaltlich feststellen, in KiföG gibt es auch eine gute Regelung, dass alle Kinder mit Behinderung einen sicheren und qualitativ hohe Betreuung bekommen können. Das ist eine gute Lösung. Und in einem Punkt, Frau Kollegin Wiesmann, muss ich Ihnen ganz kurz öffentlich mal widersprechen dürfen. Wenn Sie doch, ich sage Ihnen auch warum, weil wir da auch in dem Punkt eigentlich einig sind, weil Sie haben von einem schönen Schlussstein gesprochen im Gewölbe des KiföGs. Wenn Sie sich richtig erinnern, haben wir noch eine Evaluation und wir haben einen zweiten Kinderbetreuungsgipfel. Also fiel das Wort vorläufig. Okay, im letzten Satz habe ich den nicht gehört. Also, es gibt in der Tat noch einen zweiten Gipfel zur Betreuung in Hessen. Und Sie erinnern sich, da ist keine große Dramatik drin. Vielleicht lassen Sie mich den Satz ausreden, dann schaffe ich es auch schneller zu Ende zu kommen. In dieser Evaluation geht es um die Frage, wie sind die Auswirkungen für den ländlichen Raum, für kleine Einrichtungen im ländlichen Raum. Das war dann nämlich, Herr Kollege Merz, der vierte Kritikpunkt der GRÜNEN, die damals diesen Satz zutage gefördert haben, dass wir das KiföG damals abgelehnt haben. Aber im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Merz und der SPD, hat sich nämlich die Welt weiter bewegt. Und diese Kritikpunkte sind abgearbeitet worden. Und so ist das nämlich eine gute Lösung. Ich glaube, dass man kontinuierliche Arbeit zahlt sich aus. Es ging um mehrere Fragen. In einigen Punkten haben wir nicht an Ihrer Seite gestanden. Kopfpauschale oder Gruppenpauschalen, die haben wir nie geteilt. Auch weitergehende Kritik. Ja, wir haben das in einigen Städten schon seit 20 Jahren, auch wo die SPD regiert hat übrigens. Ja, ich sage nur, der kluge Sozialdezernent van Dreyke, SPD, hat die Pauschalen unter anderem mitgetragen in Frankfurt. Daran können Sie erkennen, dass bestimmte weitergehende Kritikpunkte am KiföG von uns nie geteilt wurden. Andere, die wir geäußert haben, werden nun schrittweise verbessert. Eines davon ist dieser hier mit den Kindern mit Behinderungen, eine gute Situation. Und wir prüfen nun, wie sich diese Auswirkungen sind im ländlichen Raum. Wir freuen uns auf den zweiten Kinderbetreuungsgipfel, denn die Anzeichen, die wir bisher gehört haben, sind die, dass die Befürchtungen aus den letzten Jahren nicht eingetreten sind. Herr Kollege Rudolph, auch Sie könnten dann zuhören und wissen, dass die ganzen geäußerten Befürchtungen an dem KiföG außerhalb der Kritik, die wir geäußert haben, offensichtlich nicht einzutreten scheinen. Ich will dem Ergebnis nicht vorgreifen. Aber das, was wir bisher hören, scheint es offensichtlich nicht so zu geben. Wir warten den Gipfel ab. Wir freuen uns auf diese Diskussion. Und dann werden wir tatsächlich einen Schlusspunkt unter das KiföG setzen können, weil wir dann entnehmen, so wie wir es vereinbart haben zwischen CDU und GRÜNEN, sollte es zu negativen Auswirkungen gekommen sein, haben wir vereinbart, werden auch wir dort nachsteuern. Und so, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, wird dieses Land nämlich regiert. Wir hören zu, und wenn sich etwas an Kritik ergibt, dann werden wir auch Änderungen vornehmen. Das ist völlig neu für Sie, das ist wahrscheinlich auch für die SPD ein völlig neues Verfahren. Und Sie sollten das auch einmal überprüfen, dass Sie Veränderungen wahrnehmen. Ich weiß, das ist ein großes Problem für die SPD und für die LINKEN, aber in dem Fall CDU und GRÜNE stehen dafür. Wir hören zu, wir regieren gemeinsam mit den Verbänden, nehmen die Anregungen ernst, setzen sie um, und das führt für eine moderne, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf 19/2196 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. Kein Widerspruch, dann wird so gemacht.